Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und bevor wir uns Tiamat nun endgültig entgegenstellen können, gibt es noch ein bisschen was zu tun in der Kampagne Rise of Tiamat. Wir haben beim letzten Mal zwar erfolgreich das Portal nach Türen zurückerobern können und auch verteidigen können, doch leider war es dem Kult der Drachen möglich, vorher noch einen Teil seiner Armee nach Türen zu schicken. Und dem wollen wir uns heute widmen. Wir wollen die Gestade von Türen, das Gewölbe, die Gestade von Türen machen. Dafür sollte man, hier steht zwar Gefecht, aber es fällt unter epische Gewölbe, wir werden es gleich sehen. Man sollte sich den mystischen Drachenschlüssel dazu holen, denn in diesem Dungeon gibt es zwei Truhen am Ende. Zum einen eine Truhe, die man mit einem epischen Gewölbeschlüssel öffnen kann. Und dann gibt es noch eine weitere Truhe. Für diese braucht man den mystischen Drachenschlüssel. Und in beiden Truhen sind zwar jetzt nicht die spektakulären Supergegenstände drin, aber auf jeden Fall Dinge, die Astraldiamanten bringen. Und deswegen lohnt es sich schon, das da entsprechend mitzunehmen. Und das gucken wir uns natürlich an. Hier episches Gewölbe, deswegen, es fällt nicht als Gefecht, obwohl da steht Gefecht, es läuft unter episches Gewölbe. Und man benötigt 7500 Gearscore. Etwa 15 Minuten wird es dauern und wir gucken mal, ob wir genauso lange brauchen. Wir sind bei etwa 8300 Gearscore, also knapp über dem, was man haben sollte. Wir schauen mal, wie es mit Ruby läuft. Und dies ist die Insel von Türen, beziehungsweise die Gestade von Türen. Hier für diejenigen, die sich den Text durchlesen wollen, kurz pausieren und sich ihn durchlesen. Wie gesagt, die Texte, oder wie ich ja immer wieder sage, die Texte sind wirklich schön und es lohnt sich, sie durchzulesen. Und wir sollen hier entsprechend Severin und seine Verbündeten verfolgen. Zu dem Gefecht selbst gibt es nicht so viel zu sagen, oder zu dem Gewölbe gibt es an sich nicht so viel zu sagen, weil es ein ziemlich altes und ja, einfaches, also einfach in Form von nicht, dass die Mobs leicht sind, sondern es ist nicht sonderlich komplex und es gibt nicht viele Möglichkeiten und Alternativwege und auch Taktiken sind eher, bis zum Bossgegner muss man eigentlich nicht viel an Taktiken wissen. Es ist primär einfach eine lineare Strecke, da läuft man durch und prügelt einfach alles nieder, was einem entgegenkommt. Primär sind das natürlich Kultisten und ihre Drachen. Wie sollte es auch anders sein? Und hier entsprechend ihre Golems, was man ja schon mehr als genügend bisher gesehen hat. Früher war das ein Dungeon, gerade der Endgegner war so mächtig, dass man ihn, also die Fähigkeiten, die er hatte, waren so, dass man ihn gerne gebuggt hat. Es gab eine Möglichkeit, diesen Kampf sich sehr leicht zu machen, was dann aber abgestellt wurde mit einem Patch dieser und auch noch andere Bugs wurden oder Glitches oder wie man diese Sachen auch immer nennen möchte, wurden ausgebaut. Glücklicherweise sind die Charaktere heutzutage ja auch deutlich stärker, sodass das nicht mehr das Problem ist. Aber es ist immer noch so, dass man ab und an, gerade wenn die Truppe nicht ganz so stark ist, ein bisschen mehr Probleme mit dem Endgegner haben könnte. Wie wir sehen, kommen wir echt schnell durch und hier in diesem Gebiet war früher ein, hier hat man sich unbedingt hinbegeben wollen, also mindestens bis hier wollte man kommen, weil es früher hier die Möglichkeit gab, einen besonderen, ich weiß gar nicht mehr welcher Gegenstand es war, aber hier konnte man früher mit viel Glück einen besonderen Gegenstand, einen sehr begehrten Gegenstand, irgendein Artefakt war es, glaube ich, droppen. Ist heutzutage nicht mehr so, jetzt ist es einfach nur Hinterhalt von Barbaren, also von Einwohnern, die hier in Türen sowieso schon leben und die den Kultisten, warum auch immer, helfen, weiß ich der Geier. Hier können verschiedene, in dieser kleinen Arena können verschiedene Gegner auf euch lauern. Es können diese Barbaren sein, es können auch Feuerelementare sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was hier auf euch lauert. Aber auch hier ist es primär einfach nur draufhacken. Und gleich sind wir auch schon beim Endgegner. Also, dass diese 15 Minuten sind sehr gut gerechnet oder sehr großzügig berechnet, sagen wir es so. Na, lass mich nicht. Gerade wenn die Truppen stärker sind, kann man auch einfach wirklich hier durchlaufen und die zusammenhalten, wie wir es jetzt gerade machen.
dass die Kämpfe noch schneller vorbei sind, weil man einfach mehrere Gegner aufeinander hat und nicht diese einzelnen kleinen Etappen. Also man kann dann noch ein bisschen mehr Zeit sparen. Da sollte man aber natürlich immer darauf achten, wie stark ist die eigene Gruppe, hält sie das wirklich aus? Kann sie das? Und da muss man sich dann zur Not ein bisschen anpassen, wenn es nicht geht. So, das war schon alles, was irgendwie an Severins Gefolge, an Fußvolk sozusagen da war. Jetzt geht es nur noch an Garakas, den Champion des Kultes. Und da können wir uns mal ganz kurz die Kampftaktiken angucken. Pausiert und lest euch das durch, weil meine Leute warten. Ich werde ein bisschen was auch erklären. Es gibt eigentlich nur groß eine Sache, auf die man achten soll, muss, ist im Prinzip, und zwar nah an ihm dran stehen. Egal, was für eine Klasse man hat, geht ran an ihn. Steht direkt an ihm dran. Denn dann macht er nur Angriffe, die nicht ganz so mächtig sind. Wenn irgendwo Viecher, also dieser Angriff mit diesem Feuerball, der ist nämlich echt mächtig, der macht echt richtig Bumm. Und das möchte man nicht haben. Und wenn wir jetzt hier so drum stehen, geht das. Er macht immer noch sehr, sehr viel Schaden. Auf jeden Fall. Er macht auch großflächigen Schaden gerne mal vor ihm oder um ihn herum. Aber der ist okay, sagen wir mal so. Also der kann euch immer noch legen ohne Probleme. Wenn ihr keinen guten Tank oder einen guten Heiler habt, kann das Probleme geben. Bei uns ist das gar kein Problem. Aber wenn ihr wegsteht, dann macht er Fernangriffe und die hauen richtig rein. Und deswegen, auch als Magier, als Hexenmeister, als was auch immer ihr seid, geht ran. Habt ihr gesehen, wie einfach der Charakter dieser Boss eigentlich ist? Eigentlich gar kein Problem, man geht ran. Die Drachen sterben im Kreuzfeuer euer Magier. Und als Nahkämpfer geht man sowieso direkt auf ihn. Früher, bevor wir jetzt uns die, weil wir sind jetzt 8 Minuten drin, das ging ruckzuck, 15 Minuten. Früher, bevor dieser Patch kam, konnte man nämlich hier sich hochbacken. Gerade als Kleriker oder als Waldläufer, die ich beim Ausweichen teleportieren sozusagen, eine kurze Strecke, konnte man sich hier hochbacken. Und dann war es nämlich so, dass Garakas alleine hochgesprungen ist oder hinterhergesprungen ist. Man hat sich hinter dieser Tür, konnte man sich nämlich verstecken. Garakas hat er nicht mehr gesehen, beziehungsweise konnte er nicht mehr angreifen, hat diese Person also nicht getötet. Und weil die Tür offen ist, konnte man von außen, wenn man tot war, Garakas weiter angreifen. Er stand hier in diesem großen offenen Tor, hat Schaden von außen bekommen und eine Person stand hinter dieser Tür, war geschützt. Ihm konnte nichts passieren, der Person, und die Leute konnten Garakas in Ruhe töten, immer wieder neu spawnen, wenn er sie mit seinen AOE-Angriffen getötet hat. Das geht jetzt nicht mehr, ist aber halt auch einfach nicht mehr möglich. So. Echt schön, oder? Echt schön. Oh, diese Drachenstatue, die ist schon cool. So, wir gucken uns jetzt die Belohnung an, die wir bekommen haben. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz diese Übersicht, weil wir so viel Zeit haben. Ich möchte euch noch ein bisschen was denn zeigen. Aber erstmal die Belohnung, weil die interessiert euch bestimmt. Man kann Glück haben und hier auch einen der seltenen Goodies bekommen, die in den besonderen Sachen drin sind. Astraldiamanten gibt es natürlich. Und dann diese blauen Ausrüstungen, die epischen Ausrüstungsgegenstände, von denen ich erzählt hatte, die man für Astraldiamanten veredeln kann. Siegel der Elemente, mit denen man sich ebenfalls diese kaufen kann. Solange bis das Modul 12 rauskommt, dann fallen ja Siegel der Elemente weg. Die gibt es dann nicht mehr. Hier haben wir leider nichts Besonderes bekommen. Und jetzt gucken wir uns noch die andere an. Und hier brauchen wir den mystischen Drachenschlüssel für den epischen. Und in dem mystischen haben wir vielleicht Glück. Wir gucken mal. Auch hier wieder ein episches Ausrüstungsstück, um Astraldiamanten zu bekommen. Astraldiamanten und leider nichts Besonderes. Ganz, ganz viele Veredelungsgegenstände, aber keinen besonderen Gegenstand. Ja, schade. War wohl nichts. Vielleicht beim nächsten Mal, denn das ist, wie ihr seht, ein sehr, sehr leichter Dungeon. Und jetzt wollte ich nämlich noch gerade einmal ganz kurz, wenn wir es jetzt schon so schnell gesehen haben, möchte ich die... Wo ist es denn? Nichts von der Kampftaktiken war es. Da. Also, Garakas. Was kann er? Tanzende Flammen. Das ist der Kegel aus Asche vor ihm. Der macht mäßigen Schaden, das macht er, der ist aber schon, macht halt nur, wenn er wirklich ein bisschen weiter weg steht. Der Feuerball ist der wirklich böse, der macht gut Schaden, bleibt vor allen Dingen stehen. Und, ja, das hier unten, das war früher echt noch so ein Problem, aber heutzutage ist das eigentlich
Das ist das, was man in Kauf nimmt, diese feurige Aura. Man kriegt halt schon Schaden an ihm dranstehend, aber... Man nimmt es in Kauf. Man nimmt es in Kauf. Ja. Das waren die Gestade von Türen. So schnell kann es gehen. So schnell kann dieses Gefecht, Gewölbe, wie auch immer ihr es nennen wollt, abgeschlossen werden. Gehört auf jeden Fall zu den Sachen, die man regelmäßig machen kann. Man kann es natürlich auch nur für die epischen Gewölbeschlüssel machen. Geht auch. Garakas selbst kann auch nochmal Gegenstände droppen. Also blaue epische Ausrüstungsgegenstände, Veredelungsgegenstände oder sowas. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich schon auf die zweite Truhe dazu holen. Gut, das war dieses Gefecht, Gewölbe. Und beim nächsten Mal gucken wir uns dann den anderen Abschnitt, diese andere Seite an, über den Arkanendrachenschlüssel. Das ist Lostmoor's Hoard. Und dafür brauchen wir halt den Arkanendrachenschlüssel. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich muss ja eh hier noch ein bisschen die Machenschaften von Tayanern und Kultisten stören. Und das machen wir fleißig nebenbei. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, ich konnte euch nicht so viel Tipps und Tricks bei diesem Dungeon geben, weil es nicht viel Tipps und Tricks gibt. Ne? Es ist ein sehr leichter, einfacher Dungeon, bei dem man sehr schnell durchkommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss, tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!